Herzlich willkommen zurück, Freunde, hier bei Let's Play Baldur's Gate Enhanced Edition. Vielleicht braucht diese Gruppe doch nicht so viel Hilfe, wie ich dachte. Nein, das brauchen wir nicht. Wir haben in der letzten Episode das hier geklärt, das ist die Nashkel-Mine. Und dann haben wir festgestellt, dass hier ein Ausgang ist und den werden wir jetzt betreten. Also schauen wir mal, was sich hier befindet. Wie kann ich ihr braucht, nur zu fragen. Oder ich hätte sagen sollen, wo wir hier rauskommen. Das ist ein völlig neues Gebiet. Und das entdecken wir in dieser Episode, Freunde. Deswegen gehen wir mal hier oben hoch, gehen mal hier in Formation, das ist wichtig. Und ihr seht ja, oh, das sind, was ist denn das hier? Das sind Kampfhunde. Komm, wir kämpfen erstmal gegen Kampfhunde. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja, was ich gerne vorhabe, ist hier in dieser Episode das komplette Gebiet zu erkunden. Denn ihr wisst ja, wenn wir ein Gebiet betreten, erkunden wir es auch in der Regel. Ja, also wir machen mal ein paar Ausnahmen hier und da, aber meistens machen wir es genau so. Und wir werden erst einmal nach Norden laufen und dann von Norden aus gucken wir mal in alle Richtungen, wo wir dann da hinkommen, wo wir sind und ja, ihr wisst ja, Norden, Süden, Westen, Osten und so. So, falls ich ein bisschen ruhiger klinge, verschnupft oder ein bisschen rau, dann liegt das daran, dass ich tatsächlich erkältet bin, aber das wird uns ziemlich weiter stören, denke ich. Das ist trotzdem ziemlich gut hin. Da steht jemand, wer ist das denn? Das ist Lamalha. Ihr da heißt Gilrain? Los, antwortet gefälligst. Und keine Lügen, da hängt nämlich euer Leben von ab. Seid nicht so griesgrämig, Mädchen. Ich werde euch meinen Namen nicht verraten. Also warum geht ihr mit euren... Nein, wir sind freundlich. Ja, ich heiße Gilrain. Wieso? Das ist gut. Meine Kameraden und ich verfolgen euch schon viele Tage, denn ich soll euch eine Nachricht überbringen. Ihr und eure Freunde, ihr müsst sterben. Eure Einmischung in die Angelegenheit des Eisenthrons hat zwar zu einigen kleinen Zwischenfällen geführt, aber ihr könnt in dem Wissen sterben, dass eure Versuche größtenteils erfolglos waren. Okay. Ja, es ist nicht gerade positiv für uns hier. Deswegen greifen wir mal an und zwar, wir schicken mal alle hier auf diese Person. So, hier bitte mal da angreifen und er hier. Ja, wir sind alle verdammt. Zan kann gleich mal bitte zeigen, was er drauf hat. Und zwar kann er bezaubern, er kann Blindheit und er kann Schlaf. Er soll mal bitte Schlaf zaubern in diese Richtung hier. Sie hier darf bitte mal das da machen und zwar Segen auf uns alle. Und zwar mal direkt hier hin, damit auch die Nahkämpfer gleich getroffen werden davon. Und er hier soll einfach mal, würde ich sagen, in sein Gepäck packen, den Umhang benutzen und dann auf sie hier soll er mal übernehmen. So, los geht's! Okay, übernehmen hat nicht funktioniert, zwei sind eingeschlafen, sie hier aber lebt noch. Und deswegen würde ich mal sagen, greifen wir mal alle mit allen jetzt sie hier an. Gut, die ist draufgegangen, die eine hier. Die zaubert wieder und die alle greifen sie an und müssen jetzt hoffen, dass sie irgendwie unterbrechen können. Gilrain soll bitte mal singen und nach vorne laufen. So, der Grund, warum ich das mache, ist, warum ich hier singe, ist, wenn wir nämlich mit allen sie angreifen und Gilrain singt, erhöhen wir nämlich unsere Chance, dass alle treffen. Und sie hat gezaubert. Ist aber nicht weiter schlimm. Das ist nur ein Zauber, der uns fesselt. Und wir haben es geschafft. Grandios. So, jetzt müssen wir noch die anderen hier platt machen. Die da schlafen. Bevor sie aufwachen. Also, Baden-Lied ist jetzt natürlich nicht das absolute Meta-Ding. Es ist zum Beispiel... Wenn ich jetzt ein mega Nahkämpfer wäre, der fetten Damage machen würde und so ein Kram, dann könnte ich natürlich auch zum Beispiel einfach den Gegner angreifen und ihn wegprügeln oder so. Ja, das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit. Aber weil wir ein Baden spielen und wir nicht die Möglichkeit haben, so direkten Schaden zu machen, machen wir es eben auf diese Weise, indem wir, Achso, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Das ist das Eisenerz gewesen hier. Indem wir zum Beispiel unser Team verstärken. Ja, und damit dann eben alles rausholen. Okay, die ganzen Tränke. Was haben wir hier zum Beispiel? Ein Brandöl. Dann haben wir hier Magieabwehrtrank. Das hier ist ein Trank der Steinform. Und das ist ein Trank der Macht. All die Sachen geben wir mal Kalid, der übrigens ein Level gestiegen ist. Wir haben tonnenweise Erfahrungspunkte bekommen, Freunde, hier. So, die ganzen Tränke geben wir hier hin. Das hier ist ein Schwertchen. Das haben wir eben bekommen. Das hat eine von diesen beiden Magierinnen gedroppt. Die erste, die wir angegriffen haben. Und das Ding heißt Egge. Egge plus eins. Ich habe hier eine Käse-Egge.
Oder eine Pizza-Egge. Was ist das denn für eine Egge? Ja, das ist ja eine Egge. Nein, das heißt, im Englischen heißt es Harrower, also Harrower, H-A-R-R-O-W-I-R, Harrower. Und dieses Ding hier ist, wie ihr sehen könnt, eigentlich ein Plus-1-Schwert. Also, wir treffen um 1 besser und wir machen um 1 mehr Schaden. Nichts Besonderes, Langschwert +1. Aber gegen Untote ist ein Langschwert +3. Und das ist richtig geil. Und ihr wisst ja, entweder könnten wir es benutzen für den Nahkampf, da wir aber eh meistens im Fernkampf unterwegs sind und den Nahkampf nur als Alibi benutzen, um eben mehr Verteidigung haben zu dürfen, geben wir das Ding hier Khalid, denn der ist jetzt dazu in der Lage zu wechseln. Er kann jetzt also für den Standardkampf Vaskona benutzen. Vaskona ist ja ein +2-Schwert und hat nochmal 1W6 Kälteschaden obendrauf. Unheimlich praktisch. War, glaube ich, 1W6, ne? Irgendwo stand das doch, dass es 1W6 ist. Und war das hier nicht irgendwo mit dabei? Dachte, stand da noch irgendwo mit dabei. Auf jeden Fall hier, ne, +1 Kälte wahrscheinlich. Okay, gut, wahrscheinlich nur +1 Schaden. Auf jeden Fall hat das Ding hier eine Chance, nochmal Kälteschaden zu machen oder macht extra Kälteschaden. Grundsätzlich am besten, falls Gegner aber immun sind gegen Kälte oder falls wir gegen Untote kämpfen. Untote sind ja unanfällig gegen Klingen und so ein Kram. Ja, also Klingenwaffen, alles andere. Das Einzige, was wirklich ordentlich Damage macht gegen Untote, sind Schlagwaffen, also sowas wie Keulen, Streschflegel und so ein Kram, Morgensterne, ne? Sowas in der Richtung. Und das haben wir hier leider nicht. Also er trägt das ja nicht. Aber er trägt dann den Harrower oder die Egge. Und das Ding macht dann +3. Also er trifft Untote besser, macht doch gleich mehr Damage. Ziemlich cool. Damit fängt man diesen Nachteil ein bisschen auf. Okay, was war das nochmal für Boots hier? Talos Geschenk. Elektrizitätswiderstand 50%. Das kann nur helfen. Deswegen ziehen wir die mal gerade an. Wir haben ja sonst keine anderen Schuhe. Also weiß nicht, warum wir die nicht gleich tragen. Und alles weitere ist hier soweit in Ordnung. Dann haben wir hier noch eine Rüstung. Beschlagene Lederwams +1. Das Ding wäre theoretisch gut für Imoen. Wenn wir jetzt also mal das ganze Imoen geben hier und gucken wir uns das hier mal an. Das hier hat Rüstungsklasse 7, -2 Klingen, -1 Stich. Also bei Stich ist es 6 und bei Klingen ist es sogar 5. Was haben wir hier? Das hat immer 6 und nichts weiter. Also, ich würde mal sagen, das Ding hier ist besser, wenn wir von Klingen und Stich angegriffen werden. Für alles andere ist es schlechter, es ist immer situationsbedingt. Ich lasse es mal bei ihr, aber wir werden es verkaufen. Und das Ding hier können wir leider nicht identifizieren, aber wir kennen diese Rüstung schon. Wir werden sie identifizieren, dann verkaufen. Das ist nämlich die, die uns anfällig macht für Stichwaffen, aber irgendwie 15% auf Schleichen gibt oder sowas, also auf leise Bewegen. Können wir auch verkaufen. Geben wir auch mal Imoen ganz kurz hier. Nee, das kann ich nicht mehr tragen. Geben wir mal die beiden Dinge einfach Dorn. So, der soll das mal tragen hier. Das ist unser Schwerträger. Und das kann da bleiben. Das hier sind Wurfpfeile. Darts. Die sind ziemlich praktisch, ziemlich gut. Die heben wir uns mal auf hier. Giftdinger, Verletzungspfeil, genau. Und das hier sind Feuerpfeile. Auch die heben wir uns auf, aber die geben wir Imoen. Die stapelt die nämlich hier gerade. So, und dann denke ich, sind wir fertig. Wenn ich, wie gesagt, ein bisschen unkonzentriert wirke, liegt das daran, dass ich erkältet bin. Ich habe Kopfschmerzen, Schnupfen, Husten, Kratzen im Hals und so weiter. Aber das hält mich nicht davon ab, das hier mit euch durchzuziehen, Freunde. Also, Geschicklichkeit ist hier auf erhöht, genau. Stufenaufstieg, das wollte ich machen, ne? Ihr habt ja gesehen, Stufenaufstieg. Wir sind übrigens alle fast eine Stufe gestiegen hier. Also, es ist sieht ziemlich gut aus für uns. Und deswegen erhöhen wir jetzt mal unsere Stufe von Kali. So, er hat nichts Neues dazugelernt, passt aber, er kriegt mehr Lebenspunkte, kann besser treffen, das alleine reicht ja schon. Wenn wir jetzt mal schauen ganz kurz bei ihm hier, ne, Trefferquote von 14, er hat 12, also wir kommen langsam an den Punkt, an dem unsere Nahkämpfer verdammt gut treffen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir können nicht speichern, okay, gehen wir ganz kurz hier raus. So, und wir sehen nach Norden, wir befinden uns jetzt hier, östlich vom Jahrmarkt. Nach Norden ist die Feuerweinbrücke und das Adois Enklave und wir sind ja hier reingegangen und wir sind hier rausgekommen. Süden ist das, Westen ist das, Osten ist nichts weiter, also brauchen wir eigentlich nichts aufdecken hier. Wir decken trotzdem die ganze Karte auf, weil es gibt viel zu erkunden. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir können nicht speichern, solange dieses Ding hier noch da ist, aktiv. Zumindest in unserem Sichtfeld. Deswegen versuchen wir jetzt hier schnell rauszugehen aus diesem Sichtfeld. So, können wir jetzt speichern. Nope, geht immer noch nicht. Wir gelten wahrscheinlich immer noch als im Kampf, solange das Ding da aktiv ist. Aber es ist nicht weiter schlimm. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie Game Over gehen oder so. Hoffe ich doch mal. Nach Westen, ne? Keine Verwunderung hier. Der Jahrmarkt ist dort. Ihr braucht nur zu fragen.
Und ja, wir haben Zan dabei. Ich habe es in der letzten Episode schon ein paar Mal erklärt. Zan ist meiner Meinung nach einer der coolsten NPCs im gesamten Spiel. Einfach deswegen, weil er ein Verzauberer ist, ein Enchanter. Und er ist eben dazu in der Lage, besser Verzauberung zu aktivieren als alle anderen Charaktere, die wir so haben. Die keine Verzauberer sind. Und er wird praktisch jetzt erst einmal unser Hauptmagier sein, so wie es am Anfang Nira war. Jetzt ist es Zan. Und ich kann euch schon mal sagen, jetzt konnte ich zwischenspeichern, ich kann euch schon mal sagen, dass auch Zan abgelöst werden wird von einem anderen Magier und dass wir dann erst ganz zum Schluss Deiner Herr benutzen werden. Also Deiner Herr und Minsk werden rechtzeitig zurückkehren zu den Nebenquests, die wir machen werden. Aber bevor wir Nebenquests machen werden, werden wir erstmal einen bestimmten Punkt in der Story erreichen müssen, damit wir all die Nebenquests von diesen Charakteren abschließen können. Also erst machen wir Charakterquests. Dafür müssen wir aber in der Story vorankommen, damit wir alle... Wenn ihr schafft, uns zu retten. Ja, das schaffen wir auch. Also mein Plan ist es praktisch hier, erst einmal alle Charakterquests zu machen. Von Dawn, Nira und Rasad. So, Nira ist ja fertig, soweit. Wir würden sie jetzt nur noch mitnehmen, um die Romanze vorantreiben zu können und ein bisschen mit ihr zu quatschen und so, aber es hat jetzt keinen direkten Questwert mehr. Mit Dawn sind wir gerade dran. Später werden wir Dawn gegen Rasad ersetzen. Und danach werden wir eben Rasad gegen Minsk ersetzen. Und Zan werden wir ersetzen gegen einen anderen Magier, den wir zwischenzeitlich dann treffen werden, während wir die Quest für Dawn und für Rasad machen. Und irgendwann werden wir auch mal unseren Magier ebenfalls für Deiner Herr ersetzen. Und dann haben wir praktisch ein Team bestehend aus Gilrain, Khalid, Minsk, Jahira, Imuen und Deiner Herr. Und mit denen werden wir dann quasi den Rest des Spiels verbringen, ja. Und da ist noch ein Gegner, das ist ein Skelett. Sehr gut, da können wir auch gleich mal testen hier. Legen wir mal den Harrow an. Er soll ein bisschen weggehen hier und da ist eine Höhle. Gucken wir auch gleich mal rein. Und er soll ein bisschen weglaufen, er ist mir zu sehr Fokus von dem. Okay, perfekt, jetzt gehen wir hier rein. Und ihr seht schon... Der gute Khalid ist wesentlich besser im Kampf gegen die Skelette jetzt, als er es vorher war. Tatschen aufheben brauchen wir nicht unbedingt. Aber die Pfeile können wir mitnehmen, hier die Wurfpfeile. So speichern wir zwischen und gehen weiter. Wobei, wir können eigentlich, können wir hier reingucken, oder? Ich will mal ganz kurz was gucken hier, wenn ich mal F drücke. Wir haben da oben, glaube ich, auch noch einen Eingang gehabt. Jetzt ist schon wieder Gewitter hier. Also machen wir ganz kurz hier einen Punkt, den hier in weiß. Dann schreiben wir mal Eingang Höhle. So, fertig. Und da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Eingang für eine Höhle. Deswegen machen wir auch mal hier Eingang Höhle. So, fertig. Also wir haben jetzt hier und hier einen Eingang, damit ich die später nicht vergesse. Weil ich will die dann, ich will erstmal die ganze Karte aufdecken und dann klappern wir die Höhlen ab, Freunde. Okay, also hier geht's weiter. Das macht schon Sinn, die ab und zu benutzen. Und ich denke mir halt, wenn wir dann die Nebenquests von Dawn, Rasad und Nira abgeschlossen haben, dann gibt es die Charaktere zwar in Siege of Dragonspear auch noch und die gibt es auch noch in Baldur's Gate 2, wo ihre Quests dann noch weiter vertieft werden. Da werde ich die dann aber nicht mitnehmen. Weil ich denke mir, ich wollte euch nur mal zeigen, wie die Charaktere so sind, dass sie spaßig sind, dass sie toll sind, dass sie komplett gevoiced sind und so ein Kram. Und alles Weitere werden wir uns dann sparen. Das könnt ihr dann selbst machen. Hier geht's nicht weiter. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Alles Weitere kann dann, könnt ihr euch dann erstmal denken. Wir sehen die Charaktere wieder und die sind immer noch toll und so ein Kram, ne, wisst ihr? Und wenn ihr das Spiel irgendwann mal selbst spielt, ist auch noch eine Höhle. Können wir auch gleich nochmal hier ein Dingschen machen hier. So, Eingang, Höhle. So, perfekt. Ich wollte mir mal angewöhnen, das öfters zu machen. Jetzt setze ich es auch mal um. Und hier haben wir einen verrückten Magier. Nazilikus Haviliganen. Okay. Kommt schnell. Ihr kommt gerade rechtzeitig zu meinem Experiment. Ich weiß genug über Experimente, um sagen zu können, dass ich damit nichts zu tun haben will. Ihr seid auf euch allein gestellt, mein guter Herr. Ich würde mal fragen, welche Art von Experiment versucht ihr da? Ich glaube, ich habe einen Zauber entwickelt, mit dem man die ultimative Kontrolle über galertartige Gestalten hat und sie sich gefügig machen kann. Ich habe das Wort noch nie gehört, ehrlich gesagt. Galerte deswegen. Schleime, Galerte, Schlicke, alles
All diese Wesen, die dem Koch die Vorräte im Keller verderben und im Kellergewölbe des Abenteurers vor sich hinfaulen, können mit einer Leichtigkeit und Wirksamkeit ausgerottet werden, die in der Geschichte der Reiche ihresgleichen suchen. Es dauert einige Stunden, um eine solche Kontrolle zu erhalten. Aber die Zeit wird durch weitere Experimente verkürzt, da bin ich sicher. In wenigen Augenblicken läuft die Zeit für eine kleine Zahl von Grünschleim ab, die ich unweit von hier ausgesetzt habe. Und bald also können wir die Ereignisse meiner Bemühungen erleben. Faszinierend. Ihr müsst diesen Zauber für mich aufschreiben, damit wir ihn bei unseren Abenteuern benutzen können. Ich habe jahrelang dafür gearbeitet und ihr wollt die Früchte in wenigen Sekunden ernten? Ihr trachtet nicht nur nach ihnen, nein, ihr erwartet sie auch noch. Der Zauber gehört mir und ihr werdet ihn mir nicht nehmen. Kommt, Gelehrte, lasst uns dem Wald unseren Stempel aufdrücken. Oh, shit. Okay, also, das sind diese Gelehrte, Grünschleim, und er kämpft gegen uns. Dann kämpfen wir doch mal gegen ihn. Übrigens hätten wir die andere Auswahl getroffen, dann wäre er weggelaufen und wir hätten nur gegen die Schleime kämpfen müssen. Recht und verschwindet. So. Die soll alle angreifen hier. Sie soll bitte verhindern, dass er zaubert. Nehmen Sie einmal bitte ein magisches Geschoss auf den schießt. Das er hier so kann ja mal versuchen, Schlaf zu zaubern auf alle, weil was soll er sonst tun? Wie und kann ich helfen? Gilrain soll bitte mal... Ah, das bringt nicht viel. Den Mantel kann er auch nicht mehr benutzen. Er könnte ja mal versuchen, Blindheit auf ihn zu zaubern, weil Blindheit reduziert nämlich nicht nur seine seine Chance, physisch zu treffen, sondern es reduziert auch seine Rüstungsklasse. Und ja, sie kann jetzt sonst nichts mehr machen. Aber sie könnte einfach mal ganz normal angreifen, in der Hoffnung, dass wir ihn unterbrechen beim Zaubern. Oh. Okay, jetzt lassen wir ihn hier mal bitte. Wollen wir das da machen? Komm, wir machen mal Gesundheit absorbieren. So. Alle sollen den da angreifen. Oh, das war ein Blitz und der prallt ab. Okay, gut. Wir haben ihn besiegt. Es wurde zum Glück bloß Emo in einmal getroffen. Sehr gut. Jetzt greifen wir mal hier an. Den da. Lass sie sich fokussieren, den sie angreifen. Diese Viecher sind saumäßig stark. Wir brauchen noch sehr lange, bis sie down gehen. Können wir mit Gilrain mal hier ein bisschen rumsehen? Kleiner Buff sozusagen für unser Glück, dass die nicht so gut treffen, wir aber dafür besser. Und ihr seht, er wurde gerade getroffen. Guckt euch mal diese Statusveränderung an. Er ist verlangsamt worden. Und wir sind ein Level gestiegen sogar. Also Gilrain ist ein Level gestiegen, sehr gut. Okay. Und ihr seht, er läuft. Es ist ziemlich lästig hier. Er ist auch noch vergiftet worden. Das ist auch ziemlich lästig. Wir sammeln erstmal die ganzen Gegenstände hier ein. So, dann gucken wir mal hier rein. Und hier haben wir einmal Netz. Das ist sehr cool. Dann haben wir hier Blitzstrahl. Auch sehr cool. Und dann haben wir hier brennende Hände. Ebenfalls sehr cool, aber nicht ganz so cool wie die anderen beiden. Und dann haben wir eine Zauberrobe. Können wir nicht identifizieren. Geben wir erst einmal ihn zum Tragen. Und ich würde mal schauen, wir können das theoretisch alles lernen. Blitzstrahl macht das hier. Ist Hervorrufung. Das kann er übrigens nicht lernen, wenn ich jetzt mal hier... Ne? Er kann es nicht lernen. Brennende Hände könnte er lernen. Und das kann er auch nicht lernen. Ist auch Hervorrufung. Netz. Netz ist saugeil. Das ist das, was die Spinnen auf dem Boden machen. Will ich vielleicht mal lernen. Ich pack's erstmal hier weg. Ich pack erstmal alles weg. So, und dann würde ich sagen, kann sie überhaupt... Bahira. Sie kann doch heilen. Soll ihn mal bitte heilen hier. Damit er uns jetzt hier nicht wegstirbt. So, perfekt. Jetzt haben wir uns hier, speichern mal ganz kurz zwischen. Er kriegt einen Schaden durch Gift. Hat er noch ein Gegengift eigentlich? Ja. Wobei, wir haben doch auch mit ihr hier Gift verlangsamt, oder? Gift verlangsamt. Mach das mal auf ihn, bitte. So, sehr gut. Dann ist das Gift auch weg, erst nur noch verlangsamt. Gilrain singt ein Bardenlied. Soll er ruhig noch ein bisschen singen? Wir geben jetzt mal hier... Ach, das haben wir schon gemacht, die Höhle. Sehr gut. Ja, gehen wir weiter. Wir müssen halt warten, bis er wieder schnell geworden ist. Das ist halt sau nervig. Okay, wir wollten ja noch unseren Level-Up machen, ist mir gerade eingefallen. Den machen wir auch gleich mal. Ich habe R gedrückt, wir singen noch ein Bardenlied, das ist toll. Und jetzt klicken wir hier Stufe erhöhen. Ich frage mich eigentlich, wenn wir ein Bardenlied singen und die Stufe erhöhen, wir würden die Lebenspunkte auswürfeln, ob wir dann noch einen besseren Würfelwurf kriegen würden. Wahrscheinlich. Deswegen machen wir jetzt mal, aber das ist jetzt eh egal, weil wir sowieso nicht würfeln. Also, Stufe erhöhen hier für uns. Und ihr seht es hier. Unsere Trefferwürfe sind um 1 verbessert worden. Zauberstäbe sogar um 2.
Und Trefferwurf gegen Zauber ist um 2 ebenfalls verbessert worden. Alles andere um 1. Das ist super. Dann können wir einen weiteren Zauber des ersten Grades benutzen. Und wir treffen um 1 besser. Lebenspunkte haben sich auch erhöht. Also grandios. Taschendiebstahl ist mittlerweile auf 80. Perfekt. So, sehr schön. Wir sind jetzt Level 5, Freunde. Und ja, es sieht super aus, würde ich sagen. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Abgesehen davon, dass er zu lahm ist, was wir auch noch machen können, ist hier, Sekunde, immer auf das Zauberbuch hier hin wollte ich gehen. Denn wir können jetzt einen neuen Stufe 1 Zauber lernen. Wir könnten noch einen Stufe 2 Zauber lernen, dann anlegen. Das mache ich aber jetzt erstmal nicht. Da suchen wir irgendwann mal danach. Und was wäre noch gut? Personen bezaubern? Wir haben jetzt Blindheit. Wir haben Schlaf. Und Personen bezaubern brauchen wir nicht unbedingt. Dafür haben wir andere Mittel, unseren Umhang zum Beispiel. Ich würde mal sagen, wir legen nochmal Schlaf an. Man kann eigentlich nie genug Schlaf haben. Man kann nie genug schlafen, ne, wisst ihr? Schutzversteinerung ist auch praktisch, können wir auch irgendwo anlegen. Ja, wir haben tolle Sachen. Ich bin äußerst zufrieden. Gehen wir mal weiter, wir können ruhig standardmäßig singen, das ist völlig in Ordnung. Kann ich auch eigentlich einstellen, pass mal auf hier. Wenn ich jetzt mal anpassen, Ripped, und er soll Fernkampf bevorzugen. Er soll hier nichts anderes machen, aber er soll ein Bardenlied singen, wenn er gerade nichts zu tun hat. Also ein Charakter singt ein Bardenlied oder tanzt einen Schamanentanz, wenn er nichts zu tun hat. Kann man auch schon mal aktivieren. Warum eigentlich nicht? So, fertig. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also am Rand entlang? Perfekt. Wie hier kommen alle zusammen. Wie ihr wünscht. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich könnte rasten, dann wäre Khalid schneller wieder fit, aber ich will nicht sofort wieder rasten. Wir haben es letztes Mal gerastet. Hier ist ein Wildhut. Ich denke mal, dass wir das trotzdem ganz gut hinkriegen, weil Wildhut jetzt nicht so stark sind. Perfekt. Und Khalid kann auch gleich mal wieder umrüsten auf Baskona. Ach ja, und wir treffen jetzt mit 15. Auch ziemlich gut eigentlich. Dafür, dass wir halt ein Bade sind und eigentlich gar nicht so der Kämpfer sind, treffen wir trotzdem ziemlich gut mit 15. Unsere Verhältnisse, würde ich mal sagen. Ja, und ihr seht, so ein Zauber wie der hier, wenn wir verzaubert werden und dann verlangsamt sind, das kann schon sehr lange anhalten. Und wenn das jetzt nicht bald weggeht, dann muss ich trotzdem mal übernachten, ganz kurz. Weil wir können ja jetzt nicht die ganze Zeit hier so rumkrebsen. Das macht das Ganze ja nicht gerade spannend, was hier so passiert. Komm, wir übernachten mal. Wir müssen gezwungenermaßen übernachten, Freunde. Deswegen sag ich mal das da. So, perfekt. Der Regen hat aufgehört. Wir haben im Prinzip unter dem Baum geschlafen, sag ich jetzt einfach mal, um uns vor dem Regen zu schützen und zu warten, bis Khalid nicht mehr, naja, verlangsamt ist. Die alte Schlaftablette. So, perfekt. Jetzt gehen wir unten lang und dann werden wir nach und nach die ganzen Höhlen abklappern. Wir haben hier 3 Stück gefunden bis jetzt. Vielleicht finden wir noch ein paar mehr. Und vielleicht finden wir noch ein paar NPCs oder ein paar Quests oder sowas in der Art. Das wäre ja noch ziemlich cool. Vielleicht sind ja auch Quests in den Höhlen. Kann ja sein. Da sind wir hergekommen, ne? Das ist die eine Höhle. Kann ja auch mal hier so. Oh, was ein Ding hinmachen hier. Ausgang. Ja, ich hebe die anderen Farben auf für andere Sachen, die irgendwie wichtig sind oder so. Für NPCs nehme ich vielleicht eine andere Farbe oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ist hier Ausgang. Kann auch ein Eingang sein, je nachdem. Ich habe erstmal Ausgang geschrieben, weil wir hier rausgekommen sind. Können wir uns merken, da kamen wir her. So, als nächstes würde ich gerne mal hier diesen Weg runtergehen, hier im Schatten, also auf der Seite von der Höhle hier. Wir könnten auch Imuren heilen in der Zwischenzeit, mit Jahira, aber das mache ich jetzt mal nicht, spare ich mir einfach mal, denn so viel kriegt sie auch nicht ab. So, ihr seht hier unten nur noch Zwischenspeicherungen, weil ich irgendwie alle paar Schritte zwischenspeichere. Das ist halt so, wenn man halt ein paar Mal auf die Fresse bekommen hat, dann wird man irgendwann paranoid. Ah, hier ist der Eingang, ne? Also passt es ja. Dann würde ich mal sagen, Freunde, gehen wir doch mal in diese Höhle rein und schauen, was uns da erwartet. Und es ist ein Ghoul. Okay, also bitte alle Mann auf den Ghoul. Aber er hier soll bitte mal umrüsten. Wie kann ich helfen?
Oh, ihr habt jetzt einen Herald, den Egger, angelegt. Und das war's. Ghoul besiegt. Wir kriegen dafür eine tolle Kette. Eine Silberkette, 150 Erfahrungspunkte. Kassieren mal die 80 Gold, die hier drin sind. Und mehr ist hier nicht. Ich halte Tab gedrückt. Da ist nicht mehr zu finden, also gehen wieder raus. Das wäre jetzt quasi nur zum Warmmachen. Aber der Egger kann ruhig angelegt bleiben. Ey, was bist du denn so für einer? Handhold. Bitte nein, lass nicht zu, dass er mich kriegt, bitte. Ah, wer seid ihr? Bringt mich nicht um, bitte. Es tut mir so leid, ich gebe es ja zurück. Es tut mir nichts. Beruhigt euch, mein Herr, so beruhigt euch doch. Niemand hier wird euch etwas zuleide tun. Nun erzählt mir erst mal von eurem Problem. Mein Problem? Mein Problem ist der schreckliche Tod, der sich in meinem Kopf immer und immer wieder abspielt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Mein Kopf. Ich hab's nicht gewollt. Ich geb's ja zurück. Hier, ihr könnt sie ihm bringen. Bitte, gib's ihm zurück. Ich werde euch helfen. Doch was genau muss ich zurückbringen und wem soll ich es bringen? Eine Höhle, sie ist ganz in der Nähe, im Osten. Es gab da ein Grab. Ich öffnete, oh je, bei allem Guten in meiner Dummheit störte ich einen einsamen Schlummer. Es verfolgt mich jetzt und ich finde keine Ruhe mehr. Bitte, ich werde verrückt und es ist zurückgebracht. Sie sind durch zum Grab. Okay, also er gibt seinen Dolch. Wir hatten ihn bekommen. Ja, hier. Gucken wir doch mal. Es ist ein Herz des Golems. Also ein Dolch, der im Prinzip nichts weiter macht, außer dass er eben besser trifft. Dolch plus 2, genannt Herz des Golems. Den könnten wir verkaufen, theoretisch. Wäre eine Idee. Wir sind ein Bade. Wir sind auch leicht schurkisch. Wir könnten aber auch zur Höhle gehen. Ich vermute mal, er meint im Osten diese Höhle hier. Da sind auch noch ein paar Wurfpfeile von den Skeletten. Und wir könnten versuchen, den Dolch zurückzubringen. Schauen wir doch mal hier rein. Kann ich euch behilflich sein? Hallo? Ich tue mein Bestes. Das ist ein Wiedergänger. Aus dir raus. Doch, Dolch, ihr habt den Dolch mir gegeben. Jetzt kann ich für immer ruhen. Ich würde mal sagen, du bekommst den Dolch nicht. Kehr an dein Grab zurück, du totes Monster. Ihr gebt Dolch nicht. Wenn ihr nicht Dolch gebt, müsst ihr sterben. Das wollen wir doch mal sehen. Ihr greift mit allen denen hier an und er hier soll bitte, er hat das richtige Schwert. Also, Angriff! Oh shit! Kalita gerade Damage bekommen. Und zwar gar nicht mal so wenig. Wir schicken mal sie hier vor zum Heilen. Und ich glaube, wir sollten auch mal einen Heiltrank nutzen zwischendurch. Nicht, dass uns Kalite noch zwischendurch wegstirbt. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Grandios. Das war wirklich sehr, sehr, sehr knapp, muss ich sagen. Kalite noch 7 Lebenspunkte. Und wir haben 3000 Erfahrungspunkte dafür gewonnen. Dürfen den Dolch behalten. Wir hätten natürlich jetzt sagen können, okay, wir geben ihm den Dolch zurück. Wenn wir rechtschaffen gut wären, würden wir es tun. Und eigentlich wollen wir Gutes tun. Aber ich denke, wir haben einfach mal... So, wir nehmen gerade das da mit. Unsichtbarkeitsflanke ist super. Gold ist super. Ich denke mal, was ich mir jetzt hierbei gedacht habe, ist, dass wir einfach mehr Gutes tun können, wenn wir eben den Dolch behalten. Trank der Freiheit. Und das Ganze hier ist... dieser Trank wirkt nach Einnahme wieder Zauber Handlungsfreiheit. Wer ihn trinkt, wird vollständig immun gegen alles, was die Handlung Bewegungsfreiheit einschränkt. Ganz gleich, ob es sich um magische andere Effekte handelt. Wirken in 10-fach. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein sehr guter Trank. Wollte ich mir merken. Ich vergesse den wahrscheinlich eh wieder. Das Ding geben wir mal. Unsichtbarkeitstrank können wir ihm eigentlich geben. Genau, er hat die nämlich eh gerade dabei. Weil ich will, dass die am schwächsten sind, sollen in der Lage sein, sich unsichtbar zu machen im Notfall. Wir haben ganz viele Level-Ups hier. 3 Stück. Und Gilrain ist, glaube ich, auch wieder. Naja, gut, ist noch ein bisschen weiter entfernt von einem Level-Up. Aber am nächsten dran von allen. Abgesehen von ihm. Aber er ist schon sehr nah an Level 6. Seht ihr, guck mal hier, er braucht 6000 bis Level 5 und er braucht 9000 bis Level 6. Also, das geht ruckzuck hier. Wir speichern zwischen, Freunde. Und dann machen wir verschiedene Level-Ups. Und zuerst einmal von Dorn. Also, Stufe erhöhen. Hat hier nichts Neues an Fähigkeitenpunkten gelernt. Kriegt einfach nur mehr Trefferpunkte und kann besser treffen. Das allein reicht ja schon mal für ihn, denn er trifft jetzt so, um 11. Sehr gut. Dann gehen wir mal zu ihr. Und bei ihr machen wir jetzt mal Stufe erhöhen. Und sie kann auch nichts Neues an Waffen machen, aber sie kann um 1 besser treffen. Sie hat hier
Schadensfaktor für hinterhältige Angriffe wurde erhöht, wenn sie also einen Schleichangriff machen würde. Fähigkeitenpunkte, Trefferpunkte wurden erhöht, sehr gut, Sagenkunde erhöht. Sie kann sich auch besser wehren mit Treffer, mit Rettungswürfen gegen Zauber und Effekte. Und wir haben 60 Fallen finden, das reicht erstmal. Deswegen machen wir jetzt Schlösser öffnen auf, Maximum auf 100. Und jetzt müssen wir hier nicht mehr weitermachen. Alles weitere geht in Fallen finden, bis es gemaxt ist. Und dann geht der Rest eben in Taschendiebstahl leise bewegen und keine Ahnung, was noch so ist. Illusion entdecken oder sowas. So, dann machen wir noch Zan, ebenfalls Stufe erhöhen. Hier ist auch nichts Neues dabei, hier ist auch nichts Neues dabei, aber er hat bessere Zauber, mehr Zauber zur Verfügung. Und das nutzen wir auch gleich mal. Weil er den Ring trägt, sind das gleich zwei und nicht nur eins. Also geben wir noch einmal Schlaf und noch einmal Person bezaubern, denke ich. Wobei Person bezaubern braucht man selten, machen wir lieber mal Blindheit. So, auch hier kann er mehr machen, Glück zum Beispiel, kann das Glück erhöhen. Plus 1 Rettungswurf, ne, für 3 Runden kann das Glück erhöhen. Und Spiegelbild hat er noch. Was ist ein Spiegelbild? So 2 bis 8 Abbilder, das anwenden. Ach so, genau, das ist richtig gut. Machen wir das. Das schützt ihn nämlich. Das ist praktisch. Okay. Super, Freunde. Dann haben wir alles geholt. Speichern zwischen. Der Raum hier ist übrigens das andere Ding gewesen. Die andere Höhle. Ich war hier drin und habe immer wieder versucht, hier durchzukommen. Ich habe alles abgesucht, um hier hinzukommen. Dann ist mir irgendwann klar geworden, dass dieser Raum hier eigentlich der da ist. Das ist dann in der einen Karte halt alles verbunden. Ihr braucht nur zu fragen. Okay, gehen wir mal weiter. Übrigens, kann ich ja mal ganz kurz reinschauen hier. Die Sachen, die ich vorher nicht identifizieren konnte. Ich bin ein Level gestiegen. Ne, ihr seht, jetzt kann ich es identifizieren, weil ich ja nochmal 10 Sagenkunde bekommen habe. Das war das Ding hier. Plus, das ist eigentlich eine richtig schlechte Rüstung, muss ich sagen. Beschützer der Zweiten. Und das Ding hier ist eine Schurkenrobe. Interessant. Klingewaffen und Tod. Hat sie das nicht auch? Hat er das nicht auch hier an? Geschosswaffen und Odemwaffen. Ah ja, okay. Ist also eine andere Robe. Geben wir ihm mal. Soll er die ruhig tragen. Und das hier kann ruhig wieder er bekommen. So. Zwischenspeichern ja, und weiter geht's. Weil wir sind jetzt bei einem Sagenkundewert von 60. Und das reicht schon für die meisten Waffen aus. Ihr merkt also, hier in Baldur's Gate 1 werden wir, obwohl wir ein Bade sind, und wir, das Problem ist halt, wir sind ein Bade und unsere Weisheit ist bei 10. Ja? Und wir würden und unsere Intelligenz ist hoch. Hätten wir auch eine hohe Weisheit, hätten wir auch einen höheren Sagenkundewert, vielleicht von 70 oder 80 mittlerweile. Und dadurch hätten wir jetzt schon wesentlich mehr identifizieren können, als wir haben. Das Geile ist aber, dass spätestens, wenn wir irgendwie, ihr seht, wir sind Level 5 und haben 60 Sagenkunde, wenn wir also Level 8 sind oder 9, haben wir 90 oder 100 Sagenkunde und das reicht für quasi alle Gegenstände im Spiel aus, bis auf 1 oder 2 Gegenstände. Und das ist also Overkill, noch mehr zu haben. Wir kriegen aber noch wesentlich mehr. Also, wir werden an einen Punkt kommen, noch in Baldur's Gate 1, an dem wir praktisch jeden Gegenstand identifizieren können. Wir sind jetzt schon fast dran. In Siege of Dragonspear, spätestens in Siege of Dragonspear kommen wir an einen Punkt, in dem wir alles identifizieren können, bis auf ein oder zwei Gegenstände in ganz Baldur's Gate. Und das heißt also, in Baldur's Gate 2 müssen wir nichts mehr irgendwie anderweitig identifizieren, außer mit unserem Charakter. Hier sind Ogrilons. Und ich würde mal sagen, wir greifen die an. Oh Mist, Khalid ist ja noch ziemlich low. Ah, der soll mal ganz kurz zurückkommen. Und sie soll ihn bitte mal heilen. So, und er soll bitte ihn auch mal heilen. Nicht damit, sondern mit seiner Spezialfähigkeit hier. Okay, ich denke, diese Anzahl an Lebenspunkten reicht aus. Er kann nochmal zurückwechseln auf Vaskona. Ihr braucht nur zu fragen. Und dann haben wir fast alles aufgedeckt, Freunde. Ein bisschen Schatten ist noch da und eine kleine Höhle, die wir noch erkunden müssen. Und das war's dann. Dann kann man sagen, dass wir alles mitgenommen haben. Und dann machen wir uns bereit fürs nächste Gebiet. Gehen wir mal hier unten hin, machen den Schatten hier und dann gehen wir hier rüber zu dieser einen Höhle. Ich glaube, das Schwierigste haben wir auch schon überstanden. Hier sind noch ein paar Wildhunde. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Schwierigste, glaube ich, waren, wenn ich mich nicht täusche, dieser eine Magier. Genau, der Magier und die drei da oben, wo wir den Egger her haben. Diese drei Mädels, ne, die da oben waren, die waren richtig stark. Oder vier, weiß nicht mehr, diese Gruppe von diesen Frauen, die uns da angegriffen haben. Die waren richtig stark. Und hier diese Schleime auch. Wenn man nicht weiß, was man tut, sind die auch richtig gefährlich. Und was die hier draus gemacht haben.
Ich wollte doch eigentlich nur diesen Zauberspruch lernen. Ich bin ein Bade, ich bin wissbegierig und ich wollte ihm nichts tun, aber er wollte sein Wissen einfach nicht mit uns teilen. Und es regnet schon wieder! Okay, wir speichern zwischen und gehen dann hier in die letzte Höhle, Freunde. Und hier haben wir Düsterschrecken. 3 Stück hintereinander. Okay, dann würde ich mal sagen, greifen wir die mal alle an hier und kann unser er vielleicht... Unser Streben ist vergeblich. Er kann Personen bezaubern, er kann blind machen. Komm, wir machen mal den einen blind hier. Obwohl, das bringt, glaube ich, gar nicht viel. Wir greifen mal normal an hier. Wir greifen mal mit allen normal an. So. Und der eine ist schnell geplatzt. Das Problem ist mit düster Schrecken, ihr seht, die können uns hier leider betäuben. Wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr, auf Khalid zuzugreifen. Ich weiß doch gar nicht, ob ich ihn noch rechtzeitig heilen kann überhaupt. Der kann nämlich, ja genau, der kann nämlich auch nicht mehr ausweichen. Ich muss ganz kurz neu laden hier. Ich wusste, was uns erwartet. Ich hab nur gedacht, wir kriegen es vielleicht ein bisschen besser hin, ein bisschen souveräner. Wir werden einfach mal mit ihm hier singen. Singen ist immer praktisch. Sie soll einfach mal Segen zaubern auf uns. So. Du bist ja ein komischer Kauz. Und sagt an. Dann machen wir mit ihm hier. Wir greifen einfach normal an. Er greift auch normal an. Kann ich euch behilflich sein? Er nimmt erstmal einen Heiltrank. So, dann greift er normal an. Ja, genau, das passt schon. So, er soll jetzt bitte mal das hier machen. Aura der Verzweiflung. Okay, der erste ist geplatzt. Der zweite ist geplatzt. Dann Harrower. Ihr seht schon, wir treffen sehr, sehr gut. Und Imoen wurde einmal getroffen. Sie wurde leider gelähmt. Aber alle anderen haben es überstanden. Sehr gut. Noch ein bisschen Kohle hier. Und ihr seht... Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Ich weiß gar nicht so genau, das hat auch funktioniert eben, aber Badenlied war halt auch praktisch, weil es im Prinzip dafür gesorgt hat, dass unsere anderen Charaktere nicht angegriffen werden, weil wir kriegen ja auch einen Bonus auf Rettungswürfe und so Kram. Hier haben wir ein Kettenhemd magisches, sehr gut. Da ist ein Ring drin. Und hier haben wir Stab, einen Zauberstab, sehr gut. Also ich will jetzt Badenlied nicht höher loben, als es ist. Ja, es ist ein guter es ist eine gute Fähigkeit, ja, nützliche Fähigkeit, aber die ist jetzt nicht Nonplusultra, nur mal so am Rande. Sie hilft aber durchaus eben, solche widerlichen Effekte zu widerstehen. Wir haben hier einen Stab, Stab der Monsterherbeirufung, das ist praktisch. Wir können nämlich Monster herbeirufen, die halten zwar bloß 2 Phasen an, aber sie kämpfen für uns. Den will ich auf jeden Fall behalten hier. Wir haben noch einige Stäbe hier. Da ist noch ein anderer Stab, den ich noch nicht identifizieren konnte. Jetzt kann ich es. Stab des Frostes. Macht 8W6 Kälteschaden. Sehr gut. Und beim Rettungswurf macht das halben Schaden, was trotzdem noch gut ist. Legen wir den mal an, weil der Blitzstab trifft uns ja selbst. Die Ringe geben wir alle Imoen. Die ja immer noch gestoppt ist, glaube ich. Oder? Nee, sie ist frei mittlerweile. Sehr gut. Was hat sie denn gerade für einen Status? Krank. Sie ist krank. Okay. Interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich genau weiß, was Krankheit macht. Das hier ist ein Kettenhemd plus 1. Wir haben niemanden, der es effektiv tragen kann. Doch, ich könnte es tragen tatsächlich. Da kann ich aber nicht mehr zaubern. Deswegen trage ich es nicht. Können wir verkaufen. Geben wir mal ihm hier. Dorn. Und das hier sind Pfeile plus 2. Ganz normale Pfeile plus 2. Die bekommt auch Imoen. Oh, die ist zwar krank, aber sie kann trotzdem tragen. Die ist zwar krank, aber nicht tot. Ne, ist da. Und das hier ist ein Trank der Frost irgendwas. Frostriesenstärke. Oh, das ist richtig gut. Es wird nämlich unsere Stärke auf 21. Saugeil. Dann kann man richtig zuhauen für eine gewisse Zeit. Oder auch ordentlich tragen für eine gewisse Zeit. So, Trank der Freiheit. Sehr gut. Und der ganze Schmuck kommt da rein. So, so, so. Und dann, Freunde, würde ich mal sagen, sind wir hier fertig. Wie kann ich helfen? Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht zu holen. Und also gehen wir hier raus. Und dann werden wir jetzt gemeinsam dieses Gebiet verlassen. Und in der nächsten Episode gehen wir ins nächste Gebiet, Freunde. Lasst euch überraschen, was das sein wird. Ich kann euch sagen, es hat auf jeden Fall was mit unserer Main-Quest zu tun. Also wir machen weiter mit der Main-Quest, weil ich nämlich an einen bestimmten Punkt kommen will für Dawn's Quest. Ja, dafür müssen wir einen bestimmten Punkt in der Main-Quest erreicht haben. Und dann werden wir... Also in der nächsten Episode werden wir ein bisschen was verkaufen, uns vorbereiten für die Main-Quest und vielleicht sogar schon das Gebiet gehen, je nachdem wie die Zeit steht. Also vielen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.